fest. So, Herr Warwick, als Nächste. Ja, Herr Püschel, wenn wir sicher gehen, hatten Sie gesagt, dass Sie noch nicht wissen, wer diesen Angriff gegen das mutmaßliche, um in Ihrem Terminus zu bleiben, Botschaftsgelände des Irans in Damaskus durchgeführt hat? Ja, mir liegen dazu keine eigenen Erkenntnisse vor. Okay, dann ich kenne die Mutmaßungen, die wir alle kennen, aber über belastbare eigene Erkenntnisse verfüge ich in diesem Zusammenhang nicht. Und das ist jetzt auch nicht total überraschend. Es geht um einen Luftangriff in einem Land, mit dem wir keine normalen diplomatischen Beziehungen haben und in dem wir nicht vor Ort präsent sind. Gut, aber Nachfrage? Zumindest gestern hat zum Beispiel das Pentagon eindeutig erklärt, das sei ein israelischer Angriff gewesen. Das ist ja sonst ein Partner, auf den man auch vertraut. Meine Frage geht aber eher dahin, ganz davon abgesehen, ob es sich um ein diplomatisches Gebäude handelt oder nicht, wie bewertet denn die Bundesregierung aus völkerrechtlicher Perspektive den Angriff laut Pentagon Israels auf Damaskus, einen Staat, mit dem Israel nicht im Krieg ist, zumindest nicht de facto, und auf dieses Gelände insgesamt? Also schlussendlich zieht meine Frage darauf, wie bewertet die Bundesregierung schlussendlich generell Angriffe, die es ja regelmäßig gibt, von israelischer Seite auf syrisches Hoheitsgebiet aus völkerrechtlicher Perspektive? Ich werde hier jetzt kein völkerrechtliches Proseminar führen, wenn ich noch nicht mal... Ich bin sehr dankbar, dass Sie das nicht machen. Genau, wenn ich noch nicht mal weiß, wer den Angriff durchgeführt hat. Gut, dann geht es hinter Ihnen weiter. Der Kollege...